Hallo. Na, gut erholt von deinem letzten Fall? Viel Zeit hattest du ja nicht. Leider. Der neue Fall Schlangengrube ist zu wichtig, um ihn aufzuschieben. Ja, es wurde nämlich direkt vor unseren Augen ein Mord begangen. In der Asservatenkammer. Immer mit der Ruhe. Zuerst einmal die Fakten. Im Team sind sowohl du und ich als auch Philipp. Michael wird auch mithelfen, sollte Not am Mann sein. Dieter Gerke, einer unserer Kollegen im Drogendezernat, wurde in der Asservatenkammer ermordet. Dort beginnen wir mit der Suche. Es ist auch ein Koffer mit Kokain verschwunden. Wir können daher von einem Raubmord ausgehen. Unklar ist noch, wie der Täter in die Asservatenkammer eindringen konnte. Außer es war einer von uns. Nein, es kann keiner von unseren Leuten gewesen sein. Hast du alles?
Schon wieder da. Wie hat es dir in der Asservatenkammer gefallen? Ich weiß, eine staubige Abstellkammer. Es gibt aber manchmal ganz interessante Sachen dort zu finden. Das hast du aber nicht von mir. Abgesehen davon, hast du die Spuren in der Asservatenkammer auch aufmerksam verfolgt? Du kennst ja die Vorgehensweise. Alles durchgehen. Fangen wir gleich mit den Beweisen an, die du gefunden hast. Welche Beweise hast du gefunden? Absolut richtig. Du bist schon sehr geübt. Wie immer benötigen wir für die Akte auch noch eine genaue Skizze des Tatorts. Am besten zeichnest du ein, wo du welche Beweise gefunden hast. Sehr gut, damit können wir doch etwas anfangen. Nachdem wir sowohl Projektil- als auch Patronenhülse gefunden haben, können wir die Schussbahn rekonstruieren. Wie verlief die Schussbahn des tödlichen Geschosses? Gut, aber wir sollten dabei ein Detail nicht außer Acht lassen, was das Projektil und die Patronenhülse angeht. Apropos Detail, hast du dir den Wettschein genauer angesehen? Etwas Ungewöhnliches darauf entdeckt? Ausgezeichnet. Was haben wir noch zu untersuchen? Richtig, die Schlüsselkarte, die du gefunden hast. Weißt du, wem die Schlüsselkarte gehört? Sehr gut. Mit der ID dürfte es einfach sein, den Eigentümer zu identifizieren. Frag am besten Philipp nach dem Index für die Schlüsselkarten. Dabei könntest du dir auch gleich die Informationen über den Ermordeten besorgen. Hallo, Kollege. Unglaublich, was sich da in der Asservatenkammer abgespielt haben muss. Der Tod eines Kollegen ist immer sehr bedrückend. Ich habe zurzeit zwar viel um die Ohren, aber ich habe das forensische Modell bereits in die Fallakte gelegt. Ach übrigens, ich habe dem Opfer wie immer Blut für eventuelle Vergleiche entnommen.
Die Blutprobe vom Tatort stimmt mit der von Dieter Gerke überein. Das hilft uns leider nur wenig weiter. Patronenhülse und Geschoss stammen von derselben Waffe. Beide vom Kaliber 9 mm. Bring mir eine Waffe und ich kann ganz einfach herausfinden, ob die Patrone damit abgefeuert wurde. Sicher, ich gebe dir die Fingerabdrücke gleich im Anschluss an unser Gespräch. Natürlich, du erhältst den Index direkt im Anschluss. Unserem Kollegen wurde in den Rücken geschossen. Das Projektil ist am Brustkorb wieder ausgetreten. Wie ich dich kenne, hast du das Projektil bestimmt schon gefunden, oder? Dieter Gerke wurde gegen 17 Uhr gefunden und war zu diesem Zeitpunkt bereits etwa 2 Stunden tot. Ich kann immer noch nicht glauben, was passiert ist. Man sieht sich. Ich glaube, da fehlt noch etwas. Sieh dich noch einmal genauer um. Bis später.
alles über den armen Dieter herausgefunden? Allerdings noch nicht genug, um den Fall aufzulösen, richtig? Ich habe nichts anderes erwartet. Schon Verdächtige gefunden? Sicher. Ich war nur neugierig, weil ich bereits einen Kollegen im Visier habe. Vielleicht ist es ja derselbe. So, gleich zum Bericht. Beginnen wir bei den Mordfakten. Wie starb Dieter Gerke? Richtig. Eigentlich unübersehbar. Nach dem Wie kommt das Wann. Also fehlt uns noch, wann Dieter ermordet wurde. Wann hat der Mord stattgefunden? Korrekt. Jetzt wissen wir, wann Dieter ermordet wurde. Dadurch können wir auch Rückschlüsse auf den Täter ziehen. Wer könnte noch zum Tatzeitpunkt in der Asservatenkammer gewesen sein? Absolut richtig. Nur Raten alleine hilft uns aber nicht. Wir brauchen Hinweise, dass Dagmar Bröker in der Asservatenkammer gewesen sein könnte. Wodurch können wir annehmen, dass Dagmar Bröker in der Asservatenkammer gewesen sein könnte? Exakt. Die Schlüsselkarte mit der ID von Dagmar. Allerdings fehlt noch eine wichtige Verbindung. Woher wissen wir, dass die Schlüsselkarte Dagmar Bröker gehört? Richtig! Allerdings ist das leider immer noch kein zwingender Beweis, dass Dagmar die Mörderin von Dieter Gerke ist. Du hast doch das Projektil und die Patronenhülse zur Analyse geschickt. Was hat Philipp durch die Analyse herausgefunden? Richtig. Allerdings habe ich dabei ein seltsames Bauchgefühl. Du hast Geschoss und Hülse doch auch selbst untersucht. Was ist dir dabei aufgefallen? Ich glaube, du hast einen Fehler bei der Untersuchung gemacht. Überprüfe das noch einmal. Willst du die Frage noch einmal beantworten? Dann auf ein neues. Du hast Geschoss und Hülse doch auch selbst untersucht. Was ist dir dabei aufgefallen? Ich glaube, du hast einen Fehler bei der Untersuchung gemacht. Überprüfe das noch einmal. Willst du die Frage noch einmal beantworten? Bis später. Du hast Geschoss und Hülse doch auch selbst untersucht. Was ist dir dabei aufgefallen? Richtig. Aber ist das nicht merkwürdig? Geschoss und Hülse passen nicht zusammen. Ich glaube, Philipp hat diesmal nicht ganz so sorgfältig gearbeitet. Gut, dass du es nochmal überprüft hast.
Vielleicht hat ja Dagmar etwas Wichtiges dazu zu sagen. Wir haben sie auch schon vorgeladen. Du kannst sie also jederzeit befragen. Aber Vorsicht, sie ist sehr temperamentvoll. Früher oder später muss ich wohl damit klarkommen. Was wollen Sie denn wissen? Machen Sie Ihre Fingerabdrücke. Ich kann nicht glauben, dass Sie auch nur daran denken können, dass ich damit etwas zu tun habe. Ich habe kein Alibi. Zufrieden? Ich war an dem Abend zu Hause. Alleine. Der Tag ist nicht unbedingt so verlaufen, dass ich Wert auf Gesellschaft gelegt hätte. Wie können Sie so etwas auch nur denken? Aber ja, hier, nehmen Sie schon. Ich möchte eigentlich nicht darüber reden, aber es einem starken Mann wie Ihnen zu erzählen, bereitet mir nicht so viele Probleme. Ich will nicht darüber nachdenken müssen, okay? Er war ein Kollege und nun ist er plötzlich tot. Und ich verstehe immer noch nicht, wie er mir sowas antun konnte. Er hat vor einigen Wochen mit mir Schluss gemacht.
Darüber haben wir an diesem Tag in der Asservatenkammer diskutiert. Sie gehen ja ganz schön ran. Wieso glauben Sie denn, dass Sie das etwas angeht? Wir hatten einige Zeit etwas miteinander gehabt, aber das war vorbei. Er ist unser Techniker. Wir kennen uns, weil wir ja mit dem Labor zusammenarbeiten. Und ich mag ihn eigentlich. Er redet generell nicht sehr viel. Aber manchmal wirkt er übertrieben schweigsam. Er ist ein toller Kerl und liebevoller Vater für seine beiden Kinder. Das kriegen nicht viele Männer hin. Ein bisschen seltsam, aber ich mag ihn ziemlich gern. Wir bewahren dort Beweise auf. Zurzeit einen Koffer mit Kokain zum Beispiel. Hören Sie auf, mir solche Fragen zu stellen. Das weiß normalerweise sogar der blutigste Anfänger. Von uns hier wetten einige. Aber Philipp ist wohl definitiv der Aktivste. Wieso sind es eigentlich meistens Männer, die so etwas machen? Es gehört Thomas. Ich habe es mir von ihm geborgt. Das ist meine Schlüsselkarte. Die muss mir gestohlen worden sein. Verdächtigen Sie mich? Geht es jetzt um das typische männliche Ausspielen einer Machtposition? Das war ich nicht. Meine Karte wurde mir gestohlen. Vielleicht war es ja einer vom Team, der sie benutzt hat. Ich verstehe. Auf Wiedersehen.
Ich glaube, da fehlt noch etwas. Sieh dich noch einmal genauer um. Bis später. Schon wieder zurück? Wie kann ich dir helfen? Das Geschoss und die Patronenhülse aus der Asservatenkammer passen nicht zur Dienstwaffe von Dagmar Bröker. Man sieht sich. Ah, wieder zurück. Wie war die Vernehmung von Dagmar Bröker? Eine Karriere als Fotomodell für die Polizei aufzugeben, macht auch nicht jede Frau. Dagmar ist tough, nimmt es mit den härtesten Ganoven auf. Vielleicht hat sie dir ja von ihrer Jagd auf Stanekstaffer erzählt. Auf jeden Fall sollten wir ihre Aussage durchsehen. Besonders die Tatsache, dass ihre Schlüsselkarte in der Asservatenkammer gefunden wurde. Und dass mit ihr die Asservatenkammer geöffnet wurde, sind beide schwerwiegende Gründe, sie als Mörderin zu verdächtigen. Hast du mit Dagmar über ihre Schlüsselkarte gesprochen? Was hat Dagmar über ihre Schlüsselkarte ausgesagt? Korrekt. Aber ob wir ihr das glauben können? Vielleicht hilft uns ja ihr Alibi weiter. Welches Alibi hat Dagmar Bröker angegeben? Ich habe da andere Informationen. Lies das nochmal nach. Willst du die Frage noch einmal beantworten? Bis später. Vielleicht hilft uns ja ihr Alibi weiter. Welches Alibi hat Dagmar Bröker angegeben? Richtig. Aber die Information ist leider nicht sehr brauchbar. Von wem könnten wir noch Informationen über Dagmar bekommen? Hat sie irgendjemanden erwähnt? Gut. Mich würde außerdem noch das Verhältnis zwischen Dagmar und Dieter interessieren. Hat Dagmar über Dieter und sich gesprochen? Was hat denn Dagmar über Dieter und sich erzählt? Genau. Dagmar hätte damit ein Motiv. Du hast doch ihre Waffe untersucht. Stimmen Dagmars Waffe und Projektil bzw. Patronenhülse überein? Ganz genau. Damit ist Dagmar zwar verdächtig, aber wir haben nicht genug Beweise, um sie als Mörderin zu überführen. Nachdem wir Dieter nicht mehr zu Dagmar befragen können, sollten wir unser Glück bei Thomas versuchen. Er wurde schon informiert und steht zur Vernehmung zur Verfügung.
Ich lasse mir hier sicher nichts unterschieben. Ganz sicher nicht. Sie können die Waffe haben, wenn Sie sie brauchen. Meinetwegen. Nehmen Sie mir die Fingerabdrücke ab. Ich habe im Zimmer 102 gearbeitet, im Hotel zu den 5 Linden. Dort müssten auch Arbeitsaufzeichnungen in meinem Laptop zu finden sein, die das belegen. Es ging um eine Observierung eines der anderen Zimmer des Hotels. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sie werden es vielleicht falsch verstehen. Das Feuerzeug gehört mir. Keine Ahnung, wo ich es verloren habe. Ich kann mich daran erinnern, dass es sich irgendjemand ausgeborgt hat. Ich bin oft in der Asservatenkammer. Ich war mit Dagmar dort und habe Kokain von unserem letzten Fall dort hinterlegt. Das war kurz bevor Dieter ermordet wurde. Ich kann es noch immer nicht glauben, dass Dieter tot ist. Er war ein echter Freund für mich. Und es war auch sicher keine Rache von Dagmar. Dagmar ist eine Kollegin. Kann mich an einige wilde Streits zwischen ihr und Dieter erinnern. Ziemlich heißblütig ist sie. Ein stiller Mensch. Ein wenig seltsam. Sein Verhalten hat für mich jedenfalls einige Fragen aufgeworfen. Dagmar und Dieter haben sich getrennt. War kein schöner Anblick. Dagmar war vollkommen außer Kontrolle.
Wir führen die Überwachung krimineller Aktivitäten durch. Ein großer Schlag gegen den Unterweltboss Danek Staffer steht unmittelbar bevor. Alles klar, auf Wiedersehen. Schon wieder zurück? Wie kann... Man sieht sich. Ich glaube, da fehlt noch etwas. Bis später. Schon wieder zurück? Wie kann ich dir helfen? Das Geschoss und die Patronenhülse aus der Asservatenkammer passen zur Dienstwaffe von Thomas Keller. Damit sollte der Täter überführt sein. Ja, aber die Beweislast ist erdrückend. Ich hätte Thomas so etwas nicht zugetraut. Er hat uns alle getäuscht. Man sieht sich. Wieder zurück? Ich habe wichtige Neuigkeiten im Fall. Ein alter Bekannter ist wieder aufgetaucht. Hagen Rüdiger. Wir sind uns noch nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob er seine Finger mit im Spiel hat. Noch nicht. Warten wir noch ab. Vielleicht finden wir die Schuldige oder den Schuldigen vorher. Bedeutet aber ganz sicher nichts Gutes. Zurück zum Bericht und zu Thomas. Du hast sicher Thomas über Dagmar befragt. Was hat Thomas über Dagmar berichtet? Gut, aber das macht sie noch immer nicht zur Mörderin. Vielleicht sollten wir uns nicht zu sehr auf Dagmar konzentrieren. Wie sieht es mit Thomas aus? Hat Thomas ein Alibi für die Tatzeit? Korrekt. Wir sollten diese Aussage später noch überprüfen. Vielleicht aber können wir uns diese Arbeit ersparen. Denn ohne Beweise, die einen Zusammenhang zwischen dem Mord und Thomas herstellen, braucht Thomas auch kein Alibi. Welche Beweise hast du gefunden, die sehr wohl einen Zusammenhang zwischen Thomas und dem Mord ergeben? Ausgezeichnet. Jetzt würde mich noch die Art des Zusammenhangs interessieren. Zuerst zur gefundenen Patronenhülse. In welchem Zusammenhang steht die gefundene Patronenhülse mit Thomas? Exakt. Schon merkwürdig. Aber da das Projektil nicht zur Patronenhülse passt, reicht der Beweis nicht aus. Du hast doch ihre Waffe untersucht. Was beweist uns, dass Thomas etwas mit dem Feuerzeug zu tun hatte? Nein, nicht richtig. Sieh in deine Aufzeichnungen. Willst du die Frage noch einmal beantworten? Bis später.
Du hast doch ihre Waffe untersucht. Was beweist uns, dass Thomas etwas mit dem Feuerzeug zu tun hatte? Perfekt. Damit ist nun auch Thomas ein Verdächtiger. Womit wir sein Alibi prüfen müssen. Er führt seine Observationen im Hotel zu den Fünf Linden, Zimmer 102, durch. Noch etwas. Wir haben einen Maulwurf im K11-Team, wissen aber nicht, wer es sein könnte. Thomas gehört zu den Verdächtigen. Wenn es sich anbietet, konfrontiere ihn doch damit. Schau dich aber zuerst im Hotel um. Alles klar. Fragen Sie einfach. Das ist der Raum, den ich derzeit überwache. Ich kann ihn schon nicht mehr sehen. Sie haben dann offenbar nicht richtig gesucht. Ich kann für Ihre Unfähigkeit nichts. Ich war dort. Ich schwöre es Ihnen. Ich habe von dort aus Hagen Rüdiger und Stanek Staffer beim Dealen in Zimmer 101 überwacht. Alles klar. Auf Wiedersehen. Ich glaube, da fehlt noch etwas. Sieh dich noch einmal genauer um. Bis später.
glaube, da fehlt noch etwas. Sieh dich noch einmal genauer um. Bis später. Was wollen Sie denn noch wissen? Ich verstehe. Auf Wiedersehen. Alles klar. Fragen Sie einfach. Wenn ich jetzt sage, dass ich Sie kenne, wird mir das dann Probleme einbringen? Das sind meine Unterlagen aus dem Hotelzimmer 102. Nichts wirklich Verwertbares darunter. Alles klar, auf Wiedersehen. Wie geht's voran? Schön zu hören. Hab mich ein wenig mit Michael über dich unterhalten. Nichts Schlimmes. Eher das Gegenteil. Wir finden, dass du hier einen ausgezeichneten Job machst. Wir können hier noch jemanden für länger gebrauchen, wenn du im Morddezernat bleiben möchtest. Musst du noch nicht jetzt entscheiden. Überleg's dir mal. So, zurück zur Arbeit. Das Alibi von Thomas. Hast du die Zeiteinträge gefunden? Konnte das Alibi von Thomas durch die Zeiteinträge bestätigt werden? Gut, aber schlecht für Thomas. Aber es gab doch Zeiteinträge, oder? Warum haben die Zeiteinträge das Alibi nicht bestätigt? Exakt. Damit hat Thomas kein Alibi für den Mord. Kein Alibi und Spuren am Tatort. Wenn jetzt noch die Gerüchte stimmen, hast du Beweise für die Korruptionsgerüchte gefunden? Welche Beweise hast du im Hotelzimmer 102 gefunden? Okay, du hast sie ja untersucht. Es waren Fotos bei den Dokumenten. Wer ist auf den Fotos zu sehen? Bist du dir sicher? Ich bin mir nämlich sicher, dass du da nicht ganz richtig liegst. Willst du die Frage noch einmal beantworten? Bis später. Es waren Fotos bei den Dokumenten. Wer ist auf den Fotos zu sehen?
Korrekt. Es ist nicht verwunderlich, dass Hagen und Stanek auf einem Foto sind. Aber dass Philipp und Hagen im überwachten Hotelzimmer 101 zu sehen sind, ist schon sehr merkwürdig. Philipp? Der Maulwurf? Das kann ich nicht glauben. Thomas passt immer noch besser ins Schema. Was hat Thomas gesagt, als du ihn mit dem Vorwurf der Korruption konfrontiert hast? Gut. Vielleicht hat Thomas wirklich nichts mit der Sache zu tun. Wir sollten trotzdem in Zukunft auf Thomas und Philipp ein Auge haben. Untersuche auf jeden Fall das überwachte Hotelzimmer 101, das auf dem Foto zu sehen ist.
Ich glaube, da fehlt noch etwas. Sieh dich noch einmal genauer um. Bis später. Alles klar. Fragen Sie einfach. Im Zimmer 102 arbeite ich derzeit. Dort überwache ich Kriminelle, wie etwa Hagen Rüdiger oder Stanek Staffer. Ich habe das nicht geschrieben. Warum sollte ich auch? Alles klar, auf Wiedersehen. Gut, dass du schon wieder da bist. Philipp ist verschwunden. Er ist einfach nicht da. Vielleicht hat er mitbekommen, dass wir ihn als Maulwurf verdächtigen. Hast du etwas zu ihm gesagt? Vielleicht hat er etwas vom letzten Report mitgehört. Aber deswegen ist er nicht zwangsläufig der Maulwurf. Gleich nach deinem Bericht werde ich ihn suchen und mit ihm reden. Also, bringen wir den Bericht schnell hinter uns. Du warst ja im Hotelzimmer 101. Was hast du dort gefunden? Gut. Befassen wir uns mit dem Inhalt der Nachricht. Nachdem du die Nachricht zusammengesetzt hast, kannst du ja lesen, wer die Empfänger der Nachricht waren. Wer waren die Empfänger der Nachricht? Korrekt. Sie wurden also vor der Polizei gewarnt. Von unserem Maulwurf. Damit muss der Absender der Nachricht unser Maulwurf sein. Wer ist der Absender der Nachricht? Unglaublich, aber richtig. Philipp ist unser Maulwurf. Ich kann leider den Report nicht ganz abschließen. Ich muss Philipp finden. Ich werde Michael bitten, den Fall mit dir abzuschließen. Bis später. Sorry, ich habe gerade keine Zeit. Wie dir Alex ja schon mitgeteilt hat, werde ich ab jetzt die Leitung des Falles übernehmen. Philipp ein Maulwurf und auch noch in die Morde verwickelt? Unglaublich. Und nun ist er auch noch unauffindbar. Das macht die Situation für uns alle noch schwieriger. Ich hoffe, Alex kann ihn aufspüren. So, zurück zum Fall. Aufgrund der Tatsache, dass wir Philipp und Hagen Rüdiger auf einem Foto abgelichtet haben, sollten wir uns Hagen vorknöpfen. Ja, ich habe mich schon darum gekümmert. Er wartet bereits im Vernehmungsraum. Vielleicht schaust du dich bei Gelegenheit auch in Philipps Büro um. Hast du alles? Bis später.
Also ehrlich gesagt, es hätte besser laufen können. Melanie und ich haben geheiratet. Ich liebe sie immer noch, mehr als mein Leben. Aber es ist verdammt hart. Sie ist ein untreues Miststück. Philipp? Dieser Idiot braucht doch immer Geld für irgendwelche bescheuerten Pillen oder um sich seine Spielsucht zu finanzieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Staffer was mit dem Mord an Gerke zu tun hat. So schlimm ist Stanek nicht. Er ist ein guter Freund von mir und ein wichtiger Geschäftspartner. Ich mag ein Auge für schöne Frauen haben, aber ganz sicher kein gutes Händchen. Ja, Dagmar Brücker ist die heißeste Polizistin, der ich je begegnet bin, das steht mal fest. Aber besser, man lässt die Finger von ihr. Zu gefährlich. Wieso? Klar kenne ich Keller, ist ein Bulle. Trotzdem ganz nett. Halten Sie mich für völlig verblödet? Ich bin doch kein Bulle. Aber ich würde niemals illegale Geschäfte machen. Das in der Bikerbar damals, das war das erste und das letzte Mal. Was für undichte Stellen. Bin ich Klempner? Naja, es gibt ein paar Exemplare, die mir hin und wieder unter die Arme greifen, geldmäßig. Mehr sage ich nicht. Ich bin doch nicht gehirnamputiert. Ja, ich war mit Stanek im Hotel. Also nicht, was Sie jetzt denken. Wir haben da abgehangen. Prüfen Sie es nach. Keine Ahnung. Kenne eine Menge seltsamer Typen. Tappt ihr mal wieder im Dunkeln? Das ist doch der verrückte Techniker aus eurer Komikertruppe. Weiß auch nicht, was der da wollte. Was hat das bitte schön mit dem Mord zu tun? Ja, gut, da hänge ich gern mit Freunden rum. Schönes Zimmer, wirklich. Dort arbeitet Thomas, richtig? Logisch, Kommissar. Ich bleib sauber.
Thank you.
No fear. Vor dem Gesetz bin ich unschuldig, bis Sie das Gegenteil beweisen. Schön, ich habe ihn geschrieben. Na und? Ich bin vielleicht ein kriminelles Arschloch, aber noch lange kein Mörder. Logisch, Kommissar. Ich bleib sauber. Das ging aber schnell. Ich hoffe, die Befragung von Hagen Rüdiger hat uns weitergebracht. Wir werden sehen. Aber beginnen wir zuerst mit Philipps Büro. Was hast du in Philipps Büro gefunden? Sehr gut. Betrachten wir die gefundenen Hinweise mal etwas genauer. Die zerrissene Notiz hast du bestimmt schon rekonstruiert. Welche Informationen können wir der Notiz entnehmen? Interessant. Philipp hatte wohl Schulden bei Hagen und der wurde ungeduldig. Soweit so gut. Wenden wir uns Hagen Rüdiger zu. Hatte Hagen Rüdiger für den Mord an unserem Kollegen Dieter Gerke ein Alibi? Ich fürchte, das ist richtig. Wir haben das Zimmer hier überwacht und die entsprechenden Fotos gemacht. Damit können wir Hagen also als Täter ausschließen. Sprechen wir noch einmal über die Fotos. Was konnte uns Hagen über das Foto mit Philipp und ihm erzählen? Es handelt sich also tatsächlich um Philipp Anders. Jetzt gilt es herauszufinden, was dahinter steckt. Es ist eindeutig zu erkennen, dass Philipp wohl in mehrere illegale Aktivitäten verwickelt ist. Was hat Hagen Rüdiger über die Notiz mit der Drohung an Philipp ausgesagt? Informationen dürfen weder übersehen noch erfunden werden. Prüf bitte deine Aufzeichnungen. Willst du die Frage noch einmal beantworten? Bis später.
Es ist eindeutig zu erkennen, dass Philipp wohl in mehrere illegale Aktivitäten verwickelt ist. Was hat Hagen Rüdiger über die Notiz mit der Drohung an Philipp ausgesagt? Informationen dürfen weder übersehen noch erfunden werden. Willst du die Frage noch einmal beantworten? Dann auf ein. Es ist eindeutig. Was hat Hagen Rüdiger über die Notiz mit der Drohung an Philipp ausgesagt? Das würde den gefundenen Wettschein in der Asservatenkammer und die Wettliste aus Philipps Büro erklären. Wir sind nah dran. Aber vielleicht hat Hagen Rüdiger ja doch noch etwas Interessantes von sich gegeben. Was konnte er dir zur zerrissenen Notiz sagen, die wir in Hotelzimmer 101 gefunden haben? Wer? Richtig. Hagen Rüdiger hat also auch noch bestätigt, dass Philipp der Maulwurf ist. Es hört sich unglaublich an. Auf meinem Piepser habe ich gerade die Nachricht erhalten, dass jemand tot in Hagens Garage aufgefunden wurde. So wie es aussieht, handelt es sich um Hagen Rüdiger. Die Sache stinkt doch. Gerade haben wir ihn noch befragt und jetzt ist er tot. Außerdem haben wir Stanek Staffa, den Drogenbaron, in unmittelbarer Nähe vom Tatort aufgegriffen. Am besten, du machst dich sofort auf den Weg und siehst dich in der Garage um. Wir brauchen jeden Hinweis, den wir bekommen können. Danach solltest du dir mal Stanek vorknöpfen. Das werde ich diesmal persönlich in die Hand nehmen. Konzentrier dich auf die Spurensuche und auf Stanek. Thank you.
Klingt interessant. Lassen Sie mal hören. Freunde von mir suchen hin und wieder ausgefallene Dinge. Und wenn ich ihnen helfen kann, revanchieren sie sich. Ich habe nichts mit irgendwelchen Drogengeschäften zu tun und Sie können mir das auch nicht beweisen. Keine Ahnung. Vermutlich ein Gerücht. Könnte ein Polizist sein. Sie müssen mich wohl mit jemandem verwechseln. Wenn es stimmen würde, hätte ich sicher kein Imperium. Einen Deal? Klingt ja interessant. Solche Deals sollen ja durchaus üblich sein. Hagen ist einer meiner wichtigsten Geschäftspartner. Thomas ist ein guter Polizist und Familienvater. Er hat mir schon oft geholfen. Philipp Anders? Ich kenne viele Leute und muss mich nicht an jeden erinnern, nicht? Ich kenne Philipp sehr gut. Er wettet gerne, aber nicht immer erfolgreich. Soweit ich weiß, hat er ziemliche Schulden durch seine Spielsucht.
Ich war schon oft in dieser Garage. Schlimm, dass Hagen dort umgebracht wurde. Er hat mir noch Geld geschuldet. Nein, da war ich noch nie. Keine Ahnung, was Sie von mir darüber wissen wollen. Sie können mir ein Angebot machen? Ein gutes? Und wie genau soll das aussehen? Ich buche das Zimmer ab und an für Geschäftspartner und für mich. Sonst nichts. Sie haben doch gar nichts in der Hand. Wie hätte ich die Drogen so schnell wegschaffen sollen? Sie haben doch alles durchsucht. Ich weiß nichts von einem Koffer und schon gar nichts von den verschwundenen Drogen. Was Hagen in seiner Garage treibt, ist seine Sache. Keine Ahnung, wovon Sie da reden. Ihre Dienstmarke haben Sie doch im Lotto gewonnen. Das ist doch der Bulle, der seine gesamte Kohle für Wetten zum Fenster hinauswirft. Hagen ist manchmal etwas direkt. Am besten Sie fragen Philipp dazu. Mein Bike ist mir heilig. Da würde ich doch nicht jemanden töten, der sich damit auskennt wie Hagen.
Also gut, ich habe kein Alibi für den Mord an Hagen. Aber ich habe ihn nicht getötet. Ich war in dieser Bikerbar, im Steppenwolf. Fragen Sie einfach meinen guten Kumpel Hagen, der kann das bestätigen. Wiedersehen. Da fehlt dir aber noch etwas. Zurück zu deinen Ermittlungen. Bis später. Ich habe Neuigkeiten für dich. Ich habe mir die Leiche genau angesehen. Hagen Rüdiger wurde erschossen. Das Projektil steckte noch in seinem Körper. Ja, aber ich habe das Projektil mit dem bereits sichergestellten aus der Asservatenkammer verglichen. Du wirst es nicht glauben, aber sie stammen aus derselben Waffe. Der Mörder von Dieter Gerke hat also auch Haken auf dem Gewissen. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Alex ist immer noch nicht zurück. Und bis jetzt gibt es keine Spur von Philipp. Hoffentlich hast du etwas Brauchbares ermitteln können. Reden wir zuerst über Hagens Garage. Welche Hinweise konntest du in der Garage sicherstellen? Sehr gut. Sieht so aus, als wäre da was Brauchbares dabei. Sehen wir uns die Hinweise genauer an. Das weiße Pulver und der vermisste Drogenkoffer passen gut zusammen. Sie stammen wohl direkt aus unserer Asservatenkammer. Doch wem gehört die Schlüsselkarte? Korrekt. Die Frage lautet jetzt nur, wie sie dorthin gelangen konnte.
Wenden wir uns dem letzten gefundenen Hinweis zu. Was kannst du zur gefundenen Pistole berichten? Absolut richtig. Ich habe mir die Waffe auch noch einmal genau angesehen. Es ist die Dienstwaffe von Dieter Gerke. Ich habe sie ihm persönlich ausgehändigt. Ich schätze mal, der Täter hat sie Dieter in der Asservatenkammer entwendet und ihn damit erschossen. Du hast doch mit Stanek gesprochen. Lass uns seine Aussagen genauer betrachten. Hatte Stanek ein Alibi für den Mord an Dieter Gerke? Laut deinen Aufzeichnungen hat er das wohl gesagt. Das lässt sich im Moment aber nur schwer nachprüfen. Hagen Rüdiger ist ja leider tot und kann damit Staniks Aussage nicht mehr bezeugen. Wie sieht es mit seinem Alibi für den Mord an Hagen aus? Naja, alle Verbrecher beschwören ihre Unschuld, wenn es um Kopf und Kragen geht. Allerdings deuten die gefundenen Hinweise auch darauf hin, dass er unschuldig ist. Lass uns weitermachen. Mich würde etwas anderes interessieren. Was kann uns Stanek über Philipp anders erzählen? Korrekt. So langsam kommt Licht ins Dunkel. Sehen wir uns den Koffer genauer an, den du am Tatort sicherstellen konntest. Gibt es etwas Interessantes über den Koffer zu berichten? Deine Aufzeichnungen sagen da etwas anderes. Prüf es am besten nochmal nach. Willst du die Frage noch an? Dann auf ein neues. Sehen wir uns den Koffer genauer an, den du am Tatort sicherstellen konntest. Gibt es etwas Interessantes über den Koffer zu berichten? Richtig. Wir können also davon ausgehen, dass es sich um den aus der Asservatenkammer entwendeten Koffer handelt. Nehmen wir uns Staniks Duffer vor. Mich würde da so einiges brennend interessieren. Was hat Stanek über den Koffer ausgesagt? Ja, leider. Aber ich denke, er hängt da irgendwie mit drin. Wir kommen schon noch dahinter. Da bin ich mir sicher. Stanek ist ein dicker Fisch. Er denkt, wir wissen nichts über seine illegalen Geschäfte mit Hagen. Was hat Stanek auf den Vorwurf des Drogenhandels erwidert? Klar, dass er alles abstreitet. Wir werden ihn früher oder später schon noch dran bekommen. Nur eine Frage der Zeit. Weiter mit Stanek. Du hast ihn doch über die Fotos befragt. Welche Informationen konnte dir Stanek zu den Fotos mit Hagen geben? Er scheint die Wahrheit zu sagen. Der Verdacht, dass Philipp etwas mit der Sache zu tun hat, erhärtet sich zunehmend. Weiter im Text. Machen wir mit einem anderen Beweis weiter. Der Drohbrief von Hagen. Was konnte dir Stanek darüber erzählen? Genau. Wir sollten wirklich dringend mit Philipp sprechen. Nehmen wir uns nochmal den Tatort vor. Hagens Garage. Ein seltsamer Ort. Als ob dort etwas im Verborgenen liegen würde. Ist dir vielleicht noch etwas in der Garage aufgefallen? Unglaublich, aber wahr. Ich denke, Hagens Garage ist Dreh- und Angelpunkt einer Reihe schrecklicher Verbrechen. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass Philipp Anders sowohl der Mörder von Dieter Gerke als auch der von Hagen Rüdiger ist. Keine guten Nachrichten.
Außerdem hat mich Alex kurz vor unserem Gespräch übers Handy angerufen, aber die Verbindung war sehr schlecht und ist abgebrochen. Sie hat irgendwas von einer Bombe erzählt. Das ist es ja. Ich konnte bis gerade eben nichts damit anfangen, aber jetzt, da wir wissen, dass Philipp Anders der Mörder ist, fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich denke, Alex wollte mich warnen. Philipp ist komplett durchgedreht und hat irgendwo eine Bombe versteckt. Wir müssen erstmal davon ausgehen. Jetzt hängt alles ganz von dir ab. Du solltest das Hauptquartier bis auf den letzten Meter durchsuchen. Wenn es wirklich eine Bombe gibt, musst du sie finden. Verlass dich einfach auf deinen Spürsinn. Das hat bis jetzt sehr gut funktioniert. Viel Glück. Habe ich doch gewusst, dass auf dich Verlass ist. Das Finden und Entschärfen der Bombe war ja ein Kinderspiel, oder? Du hast selbstlosen Einsatz gezeigt und somit eine Katastrophe verhindert. Ich werde dich auf jeden Fall für eine Beförderung vorschlagen. Und das hast du auch geschafft. Das K11-Team steht tief in deiner Schuld. Ich habe kurz vorher mit ihr telefoniert. Sie hat Philipp mit einigen Kollegen der Bundespolizei am Flughafen gestellt. Er wollte sich wohl nach Rio absetzen. Man hat auf jeden Fall eine große Menge Bargeld bei ihm gefunden. Ja, Alex war einfach genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Philipp hat inzwischen auch alles gestanden. Philipp ist wohl stark tablettenabhängig und leidet unter Spielsucht. Um seine Schulden in der Szene zu tilgen, hat er beschlagnahmte Drogen aus der Asservatenkammer entwendet und sie an Hagen verkauft. Dieter hat ihn dabei erwischt und wurde daraufhin von Philipp erschossen. Tja, wie wir wissen, hat Hagen Philipp ziemlich unter Druck gesetzt und da ist bei Philipp wohl eine Sicherung durchgebrannt. Ich denke nicht, dass die Morde an Dieter und Hagen geplant waren. Nun, er ist zurzeit in einer psychiatrischen Klinik. Es soll geprüft werden, ob er überhaupt zurechnungsfähig und damit schuldfähig ist. Wenn ja, dann wird er wahrscheinlich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen. Verbrechen zahlt sich einfach nicht aus. Ach, Gerrit, willkommen im Team. Genieß dein Wochenende, aber bleib erreichbar. Du weißt ja, das Verbrechen schläft nie.